Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Wie ihr sehen könnt, ich sehe ein bisschen anders aus als in meinem letzten Video. Ja, ich bin erblondet. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte so Lust auf helle Haare. Ich weiß nicht, wie findet ihr das? Die waren erst vorher noch ein bisschen gelblicher und ich habe sie jetzt mit diesem Silbershampoo, was auch Mrs. Bella benutzt, und zwar das Fatsch heißt das. Ich kann euch das gerne mal unten verlinken. So super schön. Ja, zwar noch blond, aber gräulich bekommen und ich bin total der Fan davon und ich liebe diesen Haarschnitt, der so nach vorne abgeht. Und passend zu meiner Typveränderung habe ich auch neue Hintergründe. Ich stehe momentan total drauf auf diese Papp-Hintergründe, einfach nur einfarbig. Und ich finde, dieser türkis oder hellblaue Hintergrund, der schreit so nach Sommer und jetzt auch mit dem weißen T-Shirt. Und oh, ich bin so in Sommerlaune und ich kann jetzt gar nicht abwarten, dass ich mit meiner Bachelorarbeit fertig bin und einfach nur noch den Sommer genießen kann. Und falls ihr daran interessiert seid, ich verlinke euch mein ganzes Equipment unten und auch die Hintergründe verlinke ich euch und wo ich das aufhänge und so. Also falls ihr daran Interesse habt, das verlinke ich euch alles ganz unten in der Infobox. Und dann kommen wir auch schon zu meinem Monatsfavoritenvideo. Ich habe sowas schon so super lange nicht mehr gedreht und ich habe es jetzt wieder vor, regelmäßig zu machen. Ich stelle euch auf jeden Fall auch Flops vor, weil ich habe dieses Mal wirklich zwei krasse Flops. Aber kommen wir jetzt erstmal zu meinen derzeitigen neuen Favoriten. Als allererstes möchte ich gleich mal auf meine Augen kommen. Und zwar habe ich damit heute meinen Look geschminkt. Eine Palette. Ich habe mir überlegt, okay, zu welcher Palette hast du am allermeisten gegriffen? Mir ist aufgefallen, dass ich immer wieder zu dieser einen gegriffen habe und sie fast tagtäglich benutze. Und zwar ist es die Violet Voss Palette. Und zwar die Holy Grail Palette. So sieht die Palette aus und sie ist für mich persönlich für den Alltag perfekt. Es ist nicht zu natürlich und hat vor allem, finde ich, die perfekten Transition Colors. Perfekt ist hier Bestie und Are You Kidding Me? Und hier ist sogar eine Heist Transition. Also, und auch die hellen Farben und die Schimmerfarben sind einfach, die sind wie Butter. So, und hier könnt ihr den Effekt sehen, die sind so metallic und die wirken so toll auf dem Auge. Also es ist auf jeden Fall eine Palette, zu der ich nur noch gegriffen habe. Und deswegen musste sie mit in meine Favoriten. Ich verlinke euch übrigens die ganzen Produkte, die ich erwähne, auch direkt unten in der Infobox, dass ihr direkt zum Shop kommt. Und zwar da, wo ich die Sachen auch immer bestelle. Dann habe ich noch ein Augenprodukt, die ich so sehr liebe und da hole ich euch auch gleich mal ran, weil ich sie mit euch auftragen möchte. Ich habe, es sind jetzt zwar nur zwei, aber ich habe davon 6 Stück von den Stila Magnificent Metals Glitter and Glow Liquid Eyeshadows. Diese Dinger sind, und ich muss es wirklich sagen, und so verkaufe ich das auch bei meinen Freundinnen, die sich nicht so wirklich schminken oder damit Erfahrung haben, die verkaufe ich als absolut idiotensicher. Weil man muss wirklich sagen, arbeiten mit Glitter, finde ich, ist wirklich was für Fortgeschrittene oder Erfahrene. Weil das kann super, super schnell einen absoluten Fail ausarten auf dem Gesicht, dass man nachher wirklich komplett voller Glitzer ist. Deswegen, es ist schon immer ein bisschen was Schwierigeres. Und Stila hat es geschafft, das wirklich für jeden machbar zu machen. Und ich finde die Dinger so toll. Und da, wo man es hinpackt, da bleibt es auch und es bröselt kein bisschen. Es hält Bombe und zwar Stunden. Aber man muss auf jeden Fall sein Make-up so planen, dass man weiß, die kommen als allerletztes. Und ich habe jetzt extra keine künstlichen Wimpern drauf gemacht und so, damit ich den hier im Nachhinein noch mit euch auftragen kann. Und ich hole euch jetzt mal ran. So, und die Farbe, die ich übrigens jetzt benutze, ist Kitten Karma. Ist übrigens meine Lieblingsfarbe aus dieser ganzen Kollektion. Die ist so perfekt. Das ist so ein Champagner-Rosé-Ton mit Silber drin, also mit Silberglitzer. Super schön. So, und wie ihr sehen könnt, kommt das hier komplett mit Glitzer voll. Und man kann jetzt, oder ich setze am besten immer direkt in der Mitte an und ziehe es nach außen, sodass es schön so einen verblendeten Effekt hat in den normalen Lidschatten rein. Dann kann man das, wenn man da ganz leicht drauf geht, schön leicht einblenden. Oh, ich liebe diese Teile. Einfach ein Traum. So, und das finde ich so toll an diesen Dingern. Man kann einen absolut schönen, natürlichen Look sofort nur in einem Wisch in einen super dramatischen, tollen Abendlook verwandeln. Puh, wenn ich jetzt so rote Nase habe. Leute, ich bin leider voll gestraft von den Allergien. Ich bin gerade voll am Niesen. Nee, aber die Foundation hält gut. Wo wir jetzt auch bei der Foundation sind. Mein Foundation-Favorit ist derzeit diese Foundation hier. Es tut mir so leid, Leute. Es ist leider eine sehr, sehr teure. Obwohl ich euch sagen kann, hierbei könnt ihr Geld sparen. Und zwar ist es von Dior Skin Forever Foundation. Und diese Foundation habe ich jetzt auch gerade drauf. Bei mir gab es hier so ein kleines Farbdilemma. Ich habe mir erst eine online bestellt, die war viel zu dunkel. Dann bin ich zu Douglas gegangen und die Farbe, die mir am allerbesten gepasst hat, war die Farbe 20. So, dann bin ich nach Hause gekommen und diese 20 war dann im Tageslicht viel zu rosastichig für mich. Dann habe ich mich erkundigt und habe gemerkt, da gibt es noch einen Farbton, der ist schön gelbstichig, den brauche ich. Das Problem ist aber, dass Dior diesen Ton nicht in Deutschland verkauft, nicht auf deren eigenen Seite und auch nicht bei Douglas oder anderen Shops in Deutschland. Also
musste ich gucken, wie ich diese hier aus dem Ausland bekomme. Das ist jetzt übrigens auch meine Farbe, die perfekt passt für mich. Das ist die Farbe 21, also vorher hatte ich 20, die war zu rosastichig bzw. zu neutral. Also das ist jetzt meine Farbe 21 Leinen und wer bei MAC so NC25 ist, so wie ich, dem wird diese hier perfekt passen. Bestellt habe ich sie am Ende jetzt bei Feel Unique. Das, ich verlinke die Foundation auch dort nochmal unten in der Infobox. Weil, und jetzt kommt das Krasseste, bei Feel Unique hat es umgerechnet mit dem Wechselkurs 45 Euro gekostet. Bei Douglas kostet die hier, ich meine, 57 Euro. Und das finde ich so krass, dass sie bei Douglas so schweineteuer ist. Also schaut auf jeden Fall, wenn ihr die haben wollt, auf jeden Fall bei Feel Unique vorbei. Was ich an der so schön finde, ist, dass sie zwar keine Dewy Foundation ist, aber auch nicht zu 100% matt. Und sie ist so light to medium coverage, also sie ist nicht full coverage, aber sie macht so einen unglaublich schönen, weichen Effekt im Gesicht. Super, super gefotoshoppt sieht man aus, also ich bin super begeistert. So edel, so toll, so weich die Haut. Also ich bin total begeistert von der, deswegen ist sie auf jeden Fall auch mit in meinen Favoriten mit drin. So, dann kommen wir zu Highlightern. Highlightern sind, glaube ich, momentan so das, was mich am glücklichsten macht beim Auftragen oder beim Schminken. Das ist jedes Mal so ein, oh, wie schön. Super neu für mich entdeckt habe ich von Becker diese Schätzchen hier. Und zwar sind das die Shimmering Skin Perfector Liquid. Also die Liquid Shimmering Skin Perfector. Die gibt es in genau denselben Farben wie die Puder Highlighter. Also Moonstone, Opal, Champagne Pop. Champagne Pop werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Ich habe jetzt hier einmal Moonstone und einmal Opal. Und diese Dinger, Leute, die sind so geil, fürs komplette Gesicht, für den Körper. Ich habe jetzt heute Opal unter der Foundation. Ach, das ist einfach nur ein Traum. Und das Allertollste ist, die riechen so nach Sommer. Die riechen so nach Sommer. Ich liebe diesen Geruch. Das Einzige, was ich an dieser Foundation nicht so gut finde, ist die Pumpe, die da drauf ist, weil man sie nicht so gut dosieren kann. Also ich bin, selbst wenn ich ganz leicht probiere, nur ein ganz bisschen rauszuholen, zack, kommt da leider sehr, 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 sehr viel raus. Aber im Endeffekt ist es auch egal, wenn man kann es sich überall hinschmieren. Also wirklich, ich packe mir das dann hier ins Dekolleté rein und oh. Das hier ist jetzt übrigens Moonstone. Wenn ihr wirklich so einen tollen Wet-Effekt, dewy für den Sommer, und ich trage sie sogar manchmal komplett ohne Foundation, einfach nur aufs komplette Gesicht aufgetragen, weil die einfach so wunderschön sind. Und oh. Daneben swatche ich euch dann nochmal Opal. Da kam jetzt auch wieder extrem viel raus. Ja, also das mit dieser Dosierung ist das Einzige, was ich hieran nicht so gut finde. Aber dieser Effekt und diesen Wet Look auf der Haut, dieses super dewy, dafür sind die so wunderschön. Becker bestelle ich übrigens immer über Cult Beauty. Das geht am einfachsten, am schnellsten und ja. So, kommen wir zu meinem derzeit absoluten Lieblingshighlighter. Also wirklich zum Akzente, Puder-Highlighter, Bam-Effekt. Und zwar sind es die Highlighter von Ofra. Halleluja, diese Dinger sind der Oberhammer. Also ich habe wirklich noch nie solche richtig krass pigmentierten Highlighter gehabt, die so schnell so einen krassen Effekt haben. Und ich trage die natürlich jetzt auch für euch auf. Ich habe auf jeden Fall einmal Rodeo Drive. Das ist so der, ja, goldenste, gelbstichigste von allen. Und dann einmal die Farbe Blissful, die eigentlich mal, also ich glaube wirklich so meine absolute Lieblingsfarbe ist. Und dann ganz neu in meiner Sammlung von Niki Tutorials, der Highlighter. Und der hier ist, der ist dem Blissful super, super ähnlich. Also ich kann kaum einen Unterschied erkennen, wirklich nur minimal. Aber die Mischung aus diesen beiden hier ist einfach nur ein Traum. Also diese Highlighter, und ich trage jetzt genau, ne, ich trage jetzt mal Blissful auf, weil Blissful ist so eigentlich bis dato mein Lieblingston gewesen. Auch in den letzten Wochen, bevor ich den von Niki Tutorials hatte, habe ich eigentlich immer zu diesem hier gegriffen. Und man muss super aufpassen, weil die sind nicht doll gepresst. Also ich war jetzt ganz leicht dran und da ist schon so viel auf dem Pinsel drauf. Oh, ein Traum. Diese Highlighter sind wirklich ein Traum. Oh. Sondern was ich an denen eben so toll finde, ist, dass obwohl sie eben Puder-Highlighter sind, die so einen richtig schönen Metallic-Effekt haben und dadurch so ein bisschen wet auf der Wange wirken. Und das liebe ich an diesen Ofra-Highlightern momentan total. Absolut mein Favorit momentan bei den Puder-Highlightern. So, und bevor wir zu den Flops kommen, mein absolutes Lieblings-Lippenprodukt momentan habe ich jetzt auch gerade drauf. Es wirkt sehr matt, weil es auch was Mattes ist, aber es ist in erster Linie was super Wässriges und ich finde, ich bin absolut immer wieder begeistert, wenn ich sie auftrage. Ich liebe sie so sehr momentan und zwar sind es von Lancôme die Matte Shaker. Und diese Dinger hier sind
so neu sind, so eine Innovation. Ich liebe sie auf diesen Lippen aufzutragen und erstmal so ein absolutes Nässegefühl zu haben. Sie sind wirklich wie Wasser. Also man muss sie halt auch shaken. Und dann trägt man sie auf und denkt, warum ist denn das so super flüssig wie Wasser? Aber es ist erstaunlich, wie gut sie sich auftragen lassen. Und auch, und ich habe erst gedacht, na, mit dem Applikator kann das ja nichts werden. Aber das geht so gut. Also ich mache es wirklich und ich presse das dann so nach oben in den Rand rein. Und es sieht Bombe aus. Und das Gute ist, man kann, gerade weil die auch so über den Tag leicht verblassen, die immer so schön neu aufbauen. Ich zeige das jetzt mal eben, wie nass sie auch am Anfang wirken. Ja, ich trage das immer einfach nur so auf, presse sie einmal zusammen und fertig ist das Nachtragen und es sieht wieder Bombe aus. So, wie ihr sehen könnt, jetzt auch immer noch sieht man noch so einen leichten Sheen, also sie trocknen nicht super schnell an. Sie ziehen, es ist auch kein richtiges Antrocknen, wie man es so vom normalen Liquid Lipstick kennt, sondern es ist so ein Einziehen in die Haut. Wisst ihr, was ich meine? Und dadurch entsteht auch so ein Eindruck von so einem Lipstain, also etwas, was bleibt. Und auch wenn man es abmacht, hat man immer noch schön die Lippen so minimal eingefärbt, das finde ich wunderschön. Es ist jetzt auch, finde ich, die perfekte Konsistenz, dieses wässrige, nicht schweres, hauchdünnes auf den Lippen für den Sommer. Farbe für den Sommer, wow, ich liebe es. Die beiden Farben, die ich habe, die ich jetzt trage, ist Beige Vintage. Also den könnten sehr, sehr edler Ton. Und die andere Farbe, die ich noch habe, ist Energy Peach, auch unglaublich toller Ton. So sieht die aus. Das sind aber, muss man auch sagen, die natürlichsten Farben, denn alle anderen Farben sind wirklich so ein Pop of Color. Die sind super, super knallig, nicht so mein Ding. Ich wollte auf jeden Fall nochmal ein Rot ausprobieren. Also diese Dinger hier sind momentan wirklich an der absoluten Spitze. Ich benutze die so oft, so super oft im Büro, weil die so praktisch sind, weil die Lippen so toll aussehen und das Produkt quasi sich so, oder die Lippen sich mit dem Produkt aufsaugen und dadurch so super gesund aussehen. Also wie ihr sehen könnt, jetzt wird es langsam matter, das dauert wirklich, aber dafür ist der Effekt längerfristig viel, viel schöner und vor allem es betont, obwohl es so ein mattes Finish ist, betont es nicht die Lippenfältchen und das finde ich super, super wichtig und unglaublich schön bei einem matten Produkt. Und normale Liquid Lipsticks kriegen das eben nicht hin. Ich würde mir einfach nur noch wünschen, dass Lancôme hier noch mit anderen Farben rauskommt, mehr Farben, auch mal vielleicht was Bräunliches, was einfach irgendwelche Nude-Töne. Würde ich mich so drüber freuen. Es sind meine absoluten Lieblingsprodukte und ich glaube, das Produkt, von dem ich am allermeisten überrascht war in den letzten Monaten. Deswegen sind das, glaube ich, auch aus diesem Video meine absoluten Favorite-Produkte und ihr müsst es einfach mal auf den Lippen gehabt haben und es ist so wunderschön. So, und dann kommen wir auch schon zu meinen Flop-Produkten und das sind beides Highlighter. High-End-Highlighter und ich hätte es nicht gedacht. Ich habe bei dieser einen Palette hier so lange drüber nachgedacht, ob ich sie kaufen möchte oder nicht. Vor 2 Jahren circa wurde die so gehypt. Gut, aber vor 2 Jahren gab es diesen ganzen Highlighter-Trend eben noch nicht. Das heißt, der ganze Highlighter-Markt hat sich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so entwickelt oder war noch nicht auf dem Stand, wo er heute ist. Deswegen, die Palette habe ich jetzt erst vor 3 oder 4 Monaten gekauft. Und ich muss sagen, nope. Es ist von Hourglass die Ambient Lighting Palette. So sieht sie aus. Auf den ersten Blick eigentlich echt schöne Farben. Das Problem ist bei mir nur, es sind keine Highlighter. Also ich kann hiermit nichts anfangen. Die sind nicht wirklich ein Puder, aber die sind auch nicht, also sind keine Highlighter, weil die haben kein Highlight. Der einzige, der wirklich Highlight hat, ist der hier und der ist ein, ja, eigentlich auch schon fast pudrig oder so ein bisschen wie Kreide, aber hat nicht wirklich ein Highlight. Also auf der Haut sieht man von diesen Pudern gar nichts. Also für mich ein absoluter Flop. Dann der zweite Highlighter. Bei Snapchat habe ich darüber sehr viel geredet. Also die, die mir auf Snapchat folgen, wissen, ich rede fast jeden Tag bei Snapchat über Make-up. Und dieses Produkt habe ich bei Snapchat gezeigt und habe gesagt, schade, ich finde es irgendwie doch schön. Aber je mehr ich das jetzt getestet habe und probiert habe, Produkt davon runterzubekommen, ja, umso weniger habe ich es gemocht. Es ist von Kylie Jenner der Highlighter in Cotton Candy Cream. Das ist auf jeden Fall der Highlighter. Er ist an sich, auch beim ersten Swatchen war der super schön. Ich habe auch probiert, ein bisschen was abzukratzen. Aber wenn ich so rübergehe, muss ich echt Druck aufwenden, um da was runterzubekommen. Und so wie er ist, ist er eigentlich ganz schön, aber halt super wenig. Also hat auch auf der Wange kaum einen Effekt. Und das Problem, was ich hiermit habe, ist, dass ich mit dem Pinsel nichts runterkriege. Also der ist so hart gepresst. Klar, wenn ich viel mit dem Finger reibe, habe ich auf jeden Fall was dran. Aber der ist so hart gepresst, ich kriege mit dem Pinsel kriege ich da gar nichts runter. Und auf der Wange habe ich dementsprechend dann halt auch wenig. Also das ist auf jeden Fall für mich auch ein Flop-Produkt.
So, meine Lieben, das waren meine Monatsfavoriten und Flops für Mai und Juni. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, mein ganzes neues Setup und mein ganzes Makeover gefällt euch. Solltet ihr noch kein Abonnent sein, dann könnt ihr das hier gerne nachholen. Dann verpasst ihr nichts mehr und denkt auf jeden Fall daran, die Glocke anzuschalten, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.